Der G20-Gipfel in Hamburg ist nur ein Grund. Auch Terrorgefahr und Objektschutz sorgen für reichlich Überstunden bei der Polizei, die das Ausmaß von 2016 erreichen. Die deutschen Polizisten haben nach Angaben der Gewerkschaft der Polizei, GdP, im vergangenen Jahr erneut rund 22 Millionen Überstunden gemacht, so viele wie 2016, als ein neuer Rekord erreicht worden war. Dies sagte GdP-Chef Oliver Malchow der Neuen Osnabrücker Zeitung. Die Zahl ist eine Schätzung. Grund sind dem Zeitungsbericht zufolge vor allem Sondereinsätze wie der G20-Gipfel in Hamburg und etliche neue Aufgaben für die Beamten. 2015 hatten die Polizisten von Bund und Ländern rund 20 Millionen Überstunden angehäuft. Allein beim Einsatz zum G20-Gipfel in Hamburg sind zigtausende Überstunden angefallen, sagte Malchow. Wegen der hohen Terrorgefahr müssen viel mehr Leute im Einsatz sein als früher, sei es auf Weihnachtsmärkten oder für den Objektschutz. Auch die Flüchtlingskrise stelle eine Herausforderung für die Polizei dar. Der Vorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft, Rainer Wendt, sagte der Zeitung, tausende Beamte seien zudem bei Grenzkontrollen im Einsatz. Die Polizei muss zudem mehr Flüchtlingsunterkünfte schützen und dort mehr Straftaten aufklären, weil Menschen dort auf engstem Raum die Nerven verlieren und Straftaten begehen. Angesichts der Übergriffe in der Silvesternacht in Köln vor 2 Jahren sei auch am Silvesterabend mehr Personal nötig gewesen, so Wendt. Die Flüchtlingskrise und die Terrorgefahr haben die Polizei völlig unvorbereitet getroffen. Da die Polizei keine Reserven habe, gehe das voll auf den Rücken der Beamten. Quelle: n-tv.de